Spieler die Antwort auf die meistgestellte Frage der letzten Tage. Dominik Cina aus Sitten ist unser Elf. Einen hier ebenso wenig dabei sein wie die alten Stars Blochin oder Rodionov, die im Rahmen einer Verjüngungsaktion aus der Mannschaft genommen worden sind. Die Schweizer ganz in Rot, in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Die Bundesräte Furgler und Schlumpf sind zu erkennen auf der Tribüne. Und das Spiel, bei dem es so viel geht, hat begonnen. Ballkontakt von Dominik Cina auf diesen Pass von Hermann hin. Dann Brigger und wieder Cina, der einen Freistoß herausholt. Ein recht heftiger Wind bläst und er bläst im Moment dem Schweizer Team in den Rücken. George Bregy, unser Freistoßspezialist, mit einer Vorlage für Andy Egli, der bei dieser Gelegenheit schon in der allerersten Spielminute weit vorne aufgetaucht ist. Egli stand ja als eventueller Sulzer Stürmerersatz auch zur Diskussion, aber Egli spielt heute in der Abwehr und vorne zusammen mit Brigger, also Cina. Gut abgeblockt die Franke von Litovchenko, aber es kommt zum ersten Corner für die Sowjets. Nicht ungefährlich die Eckbälle, die hohen Bälle beim Wind, der recht unregelmäßig bläst im Moment. Egli nützt seine Kopfballstärke ein erstes Mal aus und mit Glück der Abschlussversuch von Litovchenko diesmal. Wehrli kann klären. Geiger. Barberis von Wehrli bedient. Cina. Geiger. Lüdi setzt Brigger ein. Wehrli hinter zum Mann, aber bereits in der gegnerischen Platzhälfte. Die Distanz für einen Direktschuss des gefürchteten Spezialisten Bregy wieder etwas zu groß, fast 30 Meter. Hermann nimmt Anlauf und wagt den Schuss plötzlich. Ganz gefährlich. Heinz Hermann hat den Rückenwind bei diesem Freistoß resolut aufgenützt.
Litovchenko links und rechts bietet er sich an. Schön gesehen von Egli und auch gut ausgeführt, Bregy. Die Flügelpositionen etwas wenig besetzt bei den Schweizern im Moment, sodass sie, auch wenn sie überraschend in Ballbesitz kommen, für nicht allzu viel Überraschung im Angriff sorgen können, mangels an Spielstation. Der erste Fehlpass der Sowjets in den ersten Minuten, offenbar sind sie sehr nervös. Und die Schweizer gehen resolut in die Zweikämpfe und haben hier klare Vorteile und deshalb meistens den Ball. Hermann. Ball von Brigger an Gotsmanov. Wir stehen in der 70. Spielminute 0:0 zwischen der Schweiz und der Sowjetunion in diesem WM-Qualifikationsspiel. Engel zieht es vor, den Ball auszurollen, damit er sicher in den eigenen Reihen bleibt. Er hat noch nie ausgekickt bisher. Geiger hat viel Raum. Cina. Ja, wer nicht wagt, gewinnt nicht. Wäre das Dribbling gelungen, dann wäre die Sache fast schon perfekt gewesen. Es hat nicht schlecht begonnen, wird sich Wolf in den Berg denken. Die Schweizer in den Zweikämpfen eher überlegen. Demyanenko, der Außenverteidiger, der so wie hier 15, 20 Mal nach vorne zu laufen pflegt in einem Spiel. Schiedsrichter Valentine ermahnt hier Larionov, der auch in seinem Land als harter und unfairer Spieler bekannt ist. Bei Zenit Leningrad, dem Meister des Jahres 1984, spielt er. Wehrli, der Libero, nützt seine Freiheit, nützt die Tatsache, dass er als Libero keinen direkten Gegenspieler hat, schon zum dritten Male jetzt zu sich einschalten in den Angriff. Barberis sprang hier hoch. Baltacha eignet sich Vorstopper, heute aber Libero spielen, weil Borowski fehlt. Musik.
die Sowjets. Das wird aus diesen Bildern ganz klar versuchen, das Spiel zu beruhigen. Es hat ihnen etwas gar stürmisch begonnen. Bregy. Geiger. Gut, dass Bregy Geiger an den Flügel hinausschickte. Denn dort wäre Raum, um in Richtung Tor zu kommen, näher ans Tor heran. In der Mitte ist alles verbarrikadiert. Barberis hat etwas Mühe mit der Ballannahme, wird allerdings auch hauteng gedeckt. Und diesmal überlassen die Schweizer das Mittelfeld den Sowjets kampflos. Litovchenko, der sowjetische Fußballer des Jahres 1984 mit einer guten Flanke. Erste Aktion im engeren Sinne von Engel auf diesen Kopfball von Gotsmanov her. Malofejev scheint auch einen schönen Stress hier zu haben auf der Bank. Gar vieles gibt es zu beobachten, um dann die Taktik meines eigenen Teams anzupassen. Wieder ein Freistoß für Bregy, wieder etwas gar weit weg vom Tor, wieder mit Rückenwind allerdings. Egli stand nicht im Abseits, wie er vielleicht selbst glaubte und seine Chance deshalb nicht hundertprozentig wahrgenommen hat, so schien es jedenfalls. Der Ball prallte ihm auch unglücklich am Schienbein, da war nichts mehr zu machen von diesem Moment an. In-Albon perfekt. Wehrli, die Schweizer Abwehr steht. Wehrli mit einer sehr offensiven Einstellung. Bregy. Geiger, wieder Freistoß, viele Fouls der sowjetischen Spieler, keine bösen Fouls, aber Fouls, die doch andeuten, dass sie mit den Schweizern gar nicht gut zurande kommen in diesen ersten 12 Spielminuten. Die Flanke von Bregy, diesmal etwas zu nahe aufs Tor, keine Chance für Egli, es wieder zu versuchen. Sehr gut. Barberis. Der rechte Flügel wieder nicht besetzt. Hermann. Und auch Lüdi geht mit. Bregy. Wieder Foul. Bald ist die erste gelbe Karte fällig, denn in dieser Anhäufung kann das natürlich nicht so weitergehen. Mitteilung an Presse, Radio. Diesmal stimmt die Distanz für unseren Freistoß-Spezialisten George Bregy. 51.000. Ob da Malofejev böse Vorahnungen hat? Direktschuss oder Pass? Pass Richtung Egli und auch Cina lauerte noch. Es kommt immerhin zum ersten Eckball für die Schweiz. Bregy tritt den Corner. Kombination. Aber da
Dasaev ist bekannt als einer der besten Goalies der Welt und seine Arme wurden oft mit denjenigen eines Tintenfisches verglichen. Ich sah den Ball schon im Tor. Aber Dasaev rettete, das war die allergrößte Chance natürlich des Spiels bisher. Unterdessen eine Verwarnung an die Adresse eines sowjetischen Spielers. Auch Robert Valentine aus Schottland wurden die Fouls zu häufig. Aleinikov, das Opfer dieser Verwarnung. Der nächste Freistoß nach dem nächsten Foulspiel. Noch nie hat Bregy den Direktschuss probiert. Immer waren es Flanken, schöne Flanken, die ihren Adressaten Egli oder Cina oder vielleicht mit einer Spekulation für beide jeweils nur knapp verfehlten. Geiger beim Vollenden des Doppelpassversuches, beim Start nach dem Ball etwas zurückgehalten, aber diesmal gibt Valentine auch einen Wurf. Larionov bekannt ist als ein Spieler, der die Grenze von Härte zu absoluter Unfairness, ja zu Tätigkeit, auch in seinem Land mit Zenit Leningrad überschreitet. Und das war hier wohl so eine Kostprobe davon. Schon zwei Sowjets verwarnt nach 18 Minuten, sicher an die 12, 15 Foulpfiffe. Das stellt dem Spielpotenzial der Schweizer eigentlich ein gutes Zeugnis an. Aufgrund der Vorbereitungen hat man ja der Schweizer Mannschaft gute Chancen gegeben für das Spiel heute Abend nicht zu vergessen. Bleibt allerdings, dass die Sowjetunion 4,4 Millionen Fußballer hat, die Schweiz nur 190.000. Also kann hier Malofeyev schon etwas aus dem Volleren schöpfen. Diesmal kein Foul an Bregy. Geiger hat gerettet. Und Demyanenko, der Außenverteidiger, der gerne außen herum nach vorne kommt, wirft ein bis zu Kondratiev. Schiedsrichter Valentine hatte wegen eines Stoßes die Partie bereits unterbrochen. Und Karl Engel praktisch nicht beschäftigt bisher in den ersten 20 Minuten. Diesmal hat er rausgekickt, prompt kam der Ball in die Füße des Gegners.
sich jetzt allerdings sehr viel vor. Reüssiert aber und jetzt wird es gefährlich mit Barberis. Brigger im Zentrum. Cina auch. Und Barberis etwas eigensinnig. Sehr hundertprozentig sicher die Schweizer Abwehr. Schön durchgelassen von Bregy für Barberis. Es wimmelt von Innerwallis-Reaktionen bei den Schweizern mit Bregy, Brigger, Barberis, Cina. Jetzt allerdings Gotsmanov gegen Wehrli. Litovchenko. Gotsmanov. Schöner Pass von Gotsmanov. Gutes Piqué auf Aleinikov. Und Eckball. Zweiter Corner für die Sowjets, diesmal von der anderen Seite. Für Kondratiev. Kondratiev stammt aus Alma-Ata, der Mann, der hier den gefährlichen Kopfstoß anbrachte, und er zog 3500 Kilometer von seiner Heimat weg nach Moskau, nur um die Chance zu erhalten, in der Nationalmannschaft spielen zu können, und diese Chance ist heute gekommen. Das war ein Schuss von Baltacha, einem der bekanntesten sowjetischen Spieler, die immer noch dabei sind. Seit Jahren ist er ein sicherer Wert, ein unauffälliger Schwerarbeiter. An der Fußballweltmeisterschaft 1982 schoss er das 1100. Tor im Rahmen aller Fußballweltmeisterschaften und figuriert also auch in der WM-Statistik irgendwo und für immer. China! Etwas zu steil für Brigger. Wahrscheinlich wollte hier Cina selbst durchlaufen. Ballspiel von Lüdi. Freistoß. Den Aleinikov einem Spieler, dann einem zweiten, einem dritten überlässt. Die Sowjets sind bekannt dafür, dass sie umständlich hantieren bei einem Freistoß, bis die Abwehr schläft und dann plötzlich wird er ausgeführt, meistens mit einem Steilpass an der Mauer vorbei. Aber das alles wissen die Schweizer hoffentlich, so wie ich es auch weiß, von den Vorbereitungen her, von Wolfisberg her, aber sie sahen, wie gefährlich das alles trotzdem noch geworden ist.
schön weitergeleitet. So, und vielleicht noch einmal Egli. Der als Elfter und Letzter in diese Mannschaft gekommen bin, ich werde diesmal den Pass geben. Bregy, Wehrli kommt sofort wieder mit nach vorn. Und da weiß jeweils kein Russe so richtig, wer sich Wehrli annehmen soll. Geiger. Cina wird lanciert. Protasov für Kondratiev. Sehr sicher weiterhin In-Albon. Gespielt sind unterdessen 27 Minuten. Es steht 0:0 zwischen der Schweiz und der Sowjetunion. Die Schweizer Nationalmannschaft hat zwar nach wie vor mehr vom Spiel, aber diese Partie hat sich doch gegenüber der ersten Viertelstunde etwas ausgeglichen. Die Sowjets sind etwas besser ins Spiel gekommen jetzt. Freistoß für die Schweizer, bereits signalisiert durch den Schotten Robert Valentine. Für ihn ist es das 18. Länderspiel, aber er hat auch schon über 50 Europacup-Spiele gepfiffen. Nur keine Risiken, hat sich hier an die Egli sicher zurecht gedacht. Hermann, wieder relativ hart, unnötig und von weit her getreten von Gotsmanov. Und Sie sehen hier, sprechen die Schweizer einen Trick. Wahrscheinlich hat Egli, da kommt unser Spezialist jetzt Hermann, gesagt, wohin er den Ball spielen soll. Zum Beispiel Richtung näheren Pfosten oder so etwas. Da ist Egli. Da fehlte wenig. Da gab Valentine zunächst Vorteil und dann gab die Schweizer diesen Vorteil frei. Das läuft alles hervorragend. Diesmal war es kein Fall.
gespannte Atmosphäre immer noch auf der sowjetischen Betreuerbank. Engel durfte nicht mehr sich von der Stelle rühren wegen der Vier-Schritte-Regel. Und ein schöner Pass von Hermann auf Egli, der nun sein in Dortmund wiedergewonnenes Stürmerblut hier einsetzen wollte. Wieder Foul. Noch einmal, dann gibt es eine Verwarnung. Der Doktor ist, glaube ich, nicht vonnöten, wenn man die Wiederholung sich genau betrachtet hat. Unsere Kopfballspezialisten lauern bereits wieder, inklusive Lüdi. Hermann sucht eine Schussmöglichkeit und jetzt aufgepasst, die Abwehr der Schweizer ist entblößt. Viele sind nach vorne gekommen. Gotsmanov. Litovchenko. Etwas nonchalant hat er hier den Ball seinem Kollegen wieder vorlegen wollen und bei dieser aufmerksamen Deckung ist so praktisch kein Durchkommen. Brigger, Geiger. Brigger. Wieder allein Geiger. Noch einmal Brigger. Und Eckball. Bregy beim Corner. Hermann. Und Torabstoß. Da hat Hermann falsch spekuliert. Er ließ den Ball absichtlich ins Ausrollen, weil er glaubte, die Schweiz käme dann in seinen Besitz. Sehr klar und deutlich die Entscheide von Schiedsrichter Valentine, der bisher das Spiel ausgezeichnet leitet. Mit weit ausholenden Gesten zeigt er jeweils für alle deutlich sichtbar an, wie seine Entscheidung ist. Engel profitiert immer wieder vom Rückenwind, um seine weiten Abschläge anzubringen. Ein Rückenwind, der allerdings auch zur Folge hat, dass Weitschüsse eher zu hoch geraten. Das war ein Beispiel, Marke Alain Geiger.
Pause noch. Bis zur Pause 0:0 steht es immer noch. Nach einer fulminanten Startoffensive konnten sich die Russen besser auf das Spiel der Schweizer einstellen. Aber die Schweizer sind nach wie vor Chef auf dem Platz. Sie müssen sich allerdings vor den schnellen Gegenzügen der Sowjets in Acht nehmen. Denn schon zwei, dreimal wurde es unerwartet und plötzlich auch vor Engel gefährlich. Litovchenko. Noch ein Versuch, kein Abseits. Und Tor 1:0 für die Sowjetunion. Das ist die kalte Dusche vom Wankdorf-Stadion. Die Schweizer glaubten einen Moment, bei diesem Abpraller stehe der russische Spieler im Abseits. Und so Unrecht hatten sie wahrscheinlich gar nicht. In-Albon, der hinterste Schweizer, kam nämlich zurückgerannt. Achtung, jetzt die entscheidende Situation. Ja, das war ein Abpraller zwar, aber als der Russe schoss und den Schweizer anschoss, zu diesem Zeitpunkt stand der Sowjet tatsächlich in offside-verdächtiger Position. Ein nicht dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis. Spielminute, Torschütz für die Sowjetunion, die Nummer 9, Gavrilov. Eckball, Bregy. Jetzt wird es natürlich schwierig für die Wölfe, für die Schützlinge von Paul Wolfsberg, die sicher ganz nach dem Geschmack des Publikums und nach den Anweisungen ihres Trainers gespielt haben und die Partie ziemlich im Griff hatten, trotzdem aber zurückliegt. Dem Schützen für die Sowjetunion, den ich Ihnen vor lauter Offside Schock ganz zu erwähnen vergessen habe. Freistoß zugunsten von Barberis. Bis zur Halbzeit bleiben noch 5,5 Minuten. 0:1 für die Sowjetunion. Thank you.
In-Albon ist gestartet. Ja, das war wirklich Pech, dieses Gegentor. Ein glücklich vor die Füße von Gavrilov gefallener Abpraller bei einem der weniger zahlreichen Besuche der Sowjets vor dem schweizerischen Tor, als dies umgekehrt der Fall war in dieser ganzen ersten Halbzeit, bei der wir unterdessen in der 42. Minute angelangt sind. Natürlich streiten, ob es wirklich 11 Meter war. Wie sollte Dasaev versuchen, mit den Händen an den Ball zu kommen, wenn nicht so, wie er es versucht hat? Aber der Ausgleich ist sicher verdient, denn die Schweizer gerieten wirklich gegen den Spielverlauf in Rückstand. Und hier wieder einer der gefährlichen, plötzlichen Gegenangriffe. Verwarnt wird Kondratiev. Wegen einer offenbar unsportlichen Geste, die dem Schiedsrichter nicht entgangen ist. Noch eine Minute bis zur Pause. Jede Unachtsamkeit wird da hinten ausgenutzt von den Sowjets, die natürlich wirklich nicht niemand sind im Weltfußball. Und mit dem 1:1 sind die Sowjets, obwohl sie zuerst in Führung gingen, wohl eher besser verdient als die Schweizer, die Gangart der ersten 45 Minuten doch bestimmt. Damit beginnt die Sowjets in den hellen Tönnies mit den fast unleserlichen orangen Rückennummern von rechts nach links. Das Abbrennen von
Ganze miterleben, dass schwere Rundfunk getrieben ist worden und sowohl Zuschauer wie auch Spieler verletzt worden. Das Spiel haben unterbrochen oder sogar abgebrochen werden müssen. Bitte unterlöst das, seid so gut und dürft keine Petarden und Raketen abführen. Geiger, Barberis, eine gute Ballstaffette. Bregy, aber dann Endstation Vishnevsky. Bregy. Und auch die Sowjets beherrschen das Direktspiel. Etwas zufällig, die Zuspiele von Wehrli nach der Pause, aber das wird sicher gleich wieder besser werden. Geiger, Bregy. Und Torhüter Dasaev. Brigger scheint sich wehgetan zu haben, humpelt etwas herum. Aleinikov. Und da versucht Gotsmanov zum Abschluss zu kommen. Wieder einer dieser gefährlichen Abschlüsse, der Sowjets, die immer sehr plötzlich wieder zu einer guten Aktion starten. Mit dem Abkick, denn diesmal muss er seine Abschläge gegen den Wind vollziehen. Versucht mit einem 60 Meter Pass. Und Lüdi wird überlaufen, aber nur, weil er niedergedrückt wurde von Protasov, dem jüngsten Sowjet, der Mann mit der Nummer 10. 21 Jahre alt ist er. Er profilierte sich im eben erwähnten Trainingslager in Indien und machte da eine so gute Figur, dass er ins Nationalteam eingebaut wurde. Egli wieder einmal als Stürmer. Larionov hat ihn gebremst. Indirekter Freistoß für die Schweizer, den natürlich nicht Egli treten wird. Egli hofft auf eine Flanke auf seinen Kopf. Vielleicht wieder der gleiche Trick wie Hermann. Mit Hermann in der ersten Halbzeit. Die Idee von Brigger war gut, er wollte dem Mitspieler den Ball einschussbereit hinlegen,
Schon wieder Demyanenko nach vorne und da wird wieder ein Mann vergessen. Ui, war das gefährlich. Lass ihn Gotsmanov nicht so alleine. Ein Doppelabpraller von Gotsmanov zum Abwehrspieler, dann wieder zu Gotsmanov und deshalb Torabstoß. Eduard Malofejew, er trainierte Dynamo Minsk, wurde mit dieser Mannschaft 1982 Meister und wurde daraufhin als sowjetischer Nationalcoach bestimmt und hat gleich mehrere seiner Meisterspieler natürlich ins Team eingebaut. Von Dynamo Minsk heute im Einsatz Gotsmanov, der eben die Chance hatte. Aleinikov, der Mann mit der Nummer 6, Kondratiev, derjenige mit der Nummer 11. Der aktuelle Meister ist allerdings Zenit Leningrad. Diese Mannschaft stellt nur einen Spieler, Larionov, die harte Nummer 2, die ja schon verwarnt worden ist. Schiedsrichter Valentine, der auch an der WM 82 tippt, genau gleich wie an den Olympischen Spielen 1980 und 84. Oli Dasaev mit einer Weltmeisterin in der rhythmischen Sportgymnastik verheiratet. Der sicherste Wert in dieser sowjetischen Mannschaft, die aber auch sonst einen guten Eindruck bisher hinterlassen hat. Brigger angespielt, Bregy links. Barberis, Hermann. Cina sicher ein kämpferisches Vorbild. Laufen über Demyanenko. Litovchenko. Und Wehrli gefault von Kondratiev. Mal direkt auf Tor zu schießen versuchen. Diesmal verlangt George Bregy, der ja schon den Penalty versenkt hat, die 9 Meter Abstand und nimmt so Anlauf, dass der Direktschuss als wahrscheinliche Lösung erscheint. Achtung! Hoffentlich präzise Arbeit. Ja, schon, aber Präzision ist nicht alles. Gefahr müsste auch noch hervorgebracht werden aus diesem Schuss. Immerhin die Schweizer weiterhin im Angriff. Geiger, Brigger. Geiger. Barberis, Geiger. Ja, wenn nicht sofort geschossen wird, dann geht die Türe sozusagen vor der Nase zu und es ist kein Durchkommen mehr für den Ball in Richtung Tor. Demyanenko ist wieder gestartet links, aber der Ball kommt zu Gotsmanov. Und jetzt Demyanenko.
jetzt da macht die Mannschaft gefährlich. Barberis hat hier den Ball preisgegeben, wieder Demyanenko. Wehrli rechts, nur Aleinikov. Brigger, Hermann. Ein guter Pass von Hermann. Etwas zu steil. Vor allem gut gesehen, dass auf jener Seite die Abwehr entflößt war. Cina. Bregy, Hermann. Protasov riskiert hier eine weitere gelbe Karte. In der zweiten Halbzeit sind 12,5 Minuten gespielt. 1:1 steht es, wie schon beim Seitenwechsel. Gotsmanov. Für Jean-Paul Brigger, der hier wirklich auch ganz hart eingestiegen ist. Das war noch einmal die Torchance von Barberis. Gotsmanov, der schon viel ausgeteilt hat, war jetzt auch einmal Empfänger einer Unannehmlichkeit. Mit gestrecktem Bein hier Brigger hinein in den Gegner. Vielleicht hatte Brigger bei dieser Szene Angst vor der Rache des Gegners und stieg nicht so resolut ein wie vorhin noch. Achtung auf Aleinikov. Engel rettet. Eine Riesengelegenheit für die Sowjets. Der Ball ist an der Cornerflagge abgeprallt. Engel liegt am Boden und Schiedsrichter Valentine hat das Spiel unterbrochen. Da ließ sich Lüdi wieder ausspielen. Engel hervorragend. Und zum Schluss. Da gab es wohl noch einen kleinen Zusammenprall. Vielleicht hat sich Engel auch selbst verletzt. Schiedsrichter Valentine hat fair und glücklicherweise für die Schweizer wegen Engels Verletzung die Partie unterbrochen, denn der Ball war ja nicht im Aus. Und so wird das Spiel denn reglementsgemäß auch mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Und daraus ergibt sich der Torabschlag bei Engel, der sichtlich gezeichnet ist am rechten Bein. Thank you.
gesperrt. Freistoß. Egli taucht wieder einmal vorne auf. Nur nicht nachlässig werden, da hinten Lüdi. Und wieder hat Lüdi Mühe, diesmal gegen Protasov. Gotsmanov, Demyanenko, Brigger ist zurückgekommen. Demyanenko, im Klein-Klein-Spiel sind die Sowjets besser. Dieses Spiel dürfen sich die Schweizer nicht aufzwingen lassen, nicht auch aneignen. In der zweiten Halbzeit. 1-2 steht es. Bricker. Geiger. Wehrli ist nach vorne gegangen. Nicht viel zu machen mit diesem Pass für Dominik Cina. Die Sowjets kommen immer besser ins Spiel, das gefällt dem Schweizer Fan natürlich nicht besonders. Aleinikov. Gotsmanov. Zum Glück für die Schweizer hat Gotsmanov aus dieser aussichtsreichen Situation nicht mehr herausgeholt. Torabstoß bei Engel. Manfred Baschler läuft sich hier außen warm. Aber auch Bernd Zucker sehe ich hier auf und ab rennen. Wahrscheinlich ist die Ersetzung von Dominik Cina demnächst fällig. Die Schweizer spielen immer noch gut, aber die Sowjets besser als sie es taten in der ersten Halbzeit. Aleinikov und Wehrli. Cina. Gut gesehen. Bregy, gut freigestellt. Formkurve innerhalb des Spiels verläuft bei den Sowjets eindeutig nach oben, bei den Schweizern bleibt sie gleich und deshalb wird das hier noch eine ganz diffizile Sache für das Schweizer Nationalteam bis zur 90. Minute. Braschler, der Blonde, dann de Castel neben ihm und ganz hinten Zucker. Drei Auswechselspieler laufen sich ein. Vier sind es sogar, auch Schallibaum. Meine Damen und Herren, wir grüßen. Noch einmal, so leid es tut. Aber der Match hat eine grosse Bedeutung und wird von der FIFA inspiziert. Sie haben auch bereits aufmerksam gemacht. Das Abbrennen von Raketen und Bettarten kann dazu führen, dass der Fußballverband grausam bestraft wird, gebüßt wird. Es kann dazu führen, dass es sogar um einen Abbruch kommt. Wir möchten Sie noch erneut darauf aufmerksam machen,
lasst das Abbrennen von Raketen und Bergsassen, Rollbomben, lasst ein. Vor allem die Zuschauer direkt hinter dem Goal von Karl Engel. Seid so gut und lasst das ein. In der zweiten Hälfte eine Partie auf des Messers Schneid. 1:1. Wie wird das ausgehen? Schön gemacht von Barberis. Cina. Wieder ist Bregy freigesprintet. Immer wieder anspielbar, George Bregy. Und wieder knallhart gebremst. Vom bereits verwarnten Larionov. Und das hat Valentine wohl gerade noch rechtzeitig gemerkt, denn zweimal gelb gibt rot und Larionov hätte vom Platz gehen müssen. Dasaev organisiert. Egli, Brigger, Lauer. Brigger. Gut abgeschirmt von Vishnevsky, der zwar Jean-Paul Brigger noch zum Kopfstoß ansetzen ließ, ihn aber derart gut beschattete, dass der Ball kaum eine Möglichkeit hatte, aufs Tor zu kommen, höchstens darüber. Hier sehen wir es noch einmal. Geiger ist losgespurtet. Guter Pass von Wehrli. Schön von Geiger. Brücker in den Rücken gestoßen. Das war ein fälliger Elfmeter. Viel eher als der von Valentine gegeben wurde. Vielleicht haben wir noch Gelegenheit, diese Szene zu sehen. Das war ganz krass, wie da der Schweizer Stürmer von hinten niedergerissen wurde. Kaum zu glauben, dass Valentine das nicht gesehen hat. Noch einmal die Szene hier. Ja, da ist es schon passiert. Es kann nicht immer Penalty sein. Geiger. Barberis. Noch einmal. Cina. Etwas steil. Bregy wieder einer der Besten. Schweizer Team heute. Geiger hat sich gesteigert. Egli hält es hinten nicht mehr aus. Bregy, Hermann. Schön gemacht. Brigger. Freistoß. Valentine pfeift, aber nicht Elfmeter. Das waren jetzt zwei Elfmeter. Reife Situationen, ja, hier war es außerhalb. Eine Situation war es. Vor zwei Minuten. Und hier korrekt die Entscheidung. Freistoß. Bregy zuckt es schon in den Fingern und in den Zehen. Achtung! Hermann freut sich schon, als ob er wüsste, dass jetzt dann gleich Bregy treffen wird. Ich möchte nicht das Dasaev sein, wenn Bregy zum Freistoß ansetzt. Aber diesmal etwas zu tief gezielt. Cina, Barberis und Geiger legt
sich den Ball noch einmal vor. Wieder eine gute Gelegenheit vertan von Geiger, der sich den Ball noch einmal präparierte. 26 Minuten sind gespielt. Die Lücke hier war offen, aber dahin zielte Bregy gar nicht. Vielleicht zielte er, aber er traf. Cina gegen Larionov. In-Albon hat sich schneller gelöst als sein Stürmergegner, für den der Pass zugedacht war, aber schon ist auch dieser Ball wieder verloren. Und schon ist er wieder gewonnen. Hermann. Bregy. Kaum gedeckt Bregy. Hat immer wieder viel Raum, um die Bälle anzunehmen. Aber Demyanenko hat dann aufgepasst auf Hermann. Kein Erfolg deshalb für diese Aktion. Auf und ab wogt der Kampf und jetzt muss hier Bregy auch hinten aushelfen und das tut er ausgezeichnet. Noch immer laufen sich nicht weniger als vier Schweizer warm. Noch immer ist die Startelf aber auf dem Platz. Cina knapp, kein Handspiel. Bregy lauert schon wieder. Was Demyanenko für die Sowjets an der Auslinie draußen, das ist Bregy für die Schweiz. Wehrli, Geiger. Geiger hält jetzt hier auf der rechten Seite die Flügelposition besetzt. Geiger! Wie wäre es einmal mit einem herzhaften Abschluss? Etwas heikel die Lage für Egli, aber der Kopfballspezialist hat sich gut aus der Affäre gezogen. Valentine entscheidet nach Konsultation mit seinem Linienrichter. Ja, doch, auf Abstoß. Der Linienrichter, der eine Auswechslung bei den Sowjets ankündigt. Ausgewechselt wird Litovchenko und hereinkommt Zigmantovich, ein Mittelfeldspieler für einen anderen also. Zigmantovich, ein weiterer Schützling seit längerer Zeit von Coach Malofejew, also mit anderen Worten auch wieder ein Mann von Dynamo Minsk. Da ist Zigmantovich zum ersten Mal am Ball. Der Mann mit der Nummer 7, Gotsmanov, der nicht nur viel Ausdauer besitzt und sehr weit läuft, sondern der auch über eine gute Spitzengeschwindigkeit verfügt und so die Schweizer Abwehr schon einige Male außen herum umkurvt hat oder wenigstens war. Diesmal gab es einen Freistoß. Und das hat jetzt natürlich alle 2:1 Torchancen der Schweizer wieder ausgeglichen. Bei weitem ausgeglichen. Von dieser Minute an darf die Schweizer Mannschaft hochzufrieden sein, dass es immer noch 1:1 steht. Genau 75 Minuten sind gespielt. Hier wäre gar nichts mehr zu machen gewesen.
Die Sowjets zittern jetzt aber ihre Siegchancen. Abseits, das Tor zählt nicht. Und Schallibaum macht sich bereit. Schallibaum wahrscheinlich für Lüdi, könnte ich mir vorstellen, der doch einige Mühe hatte. Bregy. Bregy ist unsere schnittigste Waffe, auch im Angriff. In-Albon im Zweikampf mit Kondratiev und dann Zigmantovich. Wieder Kondratiev. Auch In-Albon hat Mühe. Aber auf diese Trick fällt natürlich die Schweizer Abwehr nicht rein. Schallibaum soll für Barberis kommen. Die Nummer 12 für die Nummer 8. Demyanenko, Zigmantovich, Vorabstoß. Geiger, nicht schlecht, wenn vorne schneller reagiert worden wäre. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn immerhin sind jetzt dann gleich 80 schwere, temporeiche Minuten verstrichen. Die Sowjets weisen sich über ein bisschen mehr Stehvermögen auf, wie es mir scheint. Demyanenko. Nichts zu deuteln, da hat Demyanenko die gesamte Schweizer Abwehr praktisch demontiert. Noch einmal, vier Mann stehen um ihn herum, das kümmert ihn gar nicht. Gutes Doppelpassspiel dann noch. Mit Glück kann er den Ball wieder annehmen mit dem rechten Oberschenkel. Und Engel hat dann auch keine Chance mehr. 1-2. 80. Spielminute. Torschütz für die Sowjetunion zum 1-2. Die Nummer 4, Demyanenko. Ja, jetzt wird es schwer. 9 Minuten bleiben den Schweizern noch, um wenigstens den Ausgleich zu erzielen und das Unentschieden um den einen Punkt zu retten.
hervorragend die athletische verfassung des jeden sowjetischen Spielers. Die Sowjets gehen mit dem gleichen Punch wie in der ersten Minute. Brigger, etwas steil für Geiger, immerhin Eckball. Noch haben die Schweizer nicht aufgegeben, noch rappen sie sich auf. Obwohl man merkt, dass der Kräfteverschleiß an ihnen bei weitem mehr Spuren hinterlassen hat als beim Gegner. Bregy Eckball, auch Lüdi kommt nach vorne. Aber dann misslingt der Corner völlig. Handspiel von Kondratiev. Aber Valentine will, dass eingeworfen wird. Wehrli, weit vorne, der Libero. Hinten sichert noch In-Albon ab, gegen den weit vorne postierten Protasov. Lüdi Richtung Egli. Brecker. Cina gegen drei Mann. Immerhin, Auseinwurf für die Schweiz, für Marco Schallibaum. Protasov. Und die Schweizer sind überfordert hinten jetzt. Eieiei, Zigmantovich. Zum Glück ein miserabler Pass in dieser sehr aussichtsreichen Lage für die Sowjets, die in Überzahl vor Engel auftauchen. Drei Stürmer gegen einen, später zwei Verteidiger. Fünf Minuten noch. Die Sowjetunion führt 2-1. Einmal einen Verteidiger in den Rücken gestoßen, aber Valentine hat das gesehen, hätte auch gepfiffen, wenn es nötig gewesen wäre. Geiger und Engel vor allem gegen den gefährlichen Gegenstoß von Protasov. Jetzt Zeit lassen bei einer Führung auswärts. Hermann setzt sich gegen Demyanenko durch. Egli wurde jetzt von Wolfisberg offenbar in den Sturm beordert. Egli steht vorne an der Mittellinie und fehlt hier hinten wohl etwas. Schallibaum. Den Schweizern eilt. Schiedsrichter Valentine nimmt es genau. Egli, in förderster Position.
Ja, was sollte er machen? Er war isoliert. 3 Minuten noch in diesem Moment. Doppelschwer, wenn man im Rückstand liegt. Protasov. Ein Ausstieg der Verzweiflung von Karl Engel. Ball, alles hervorragende Techniker, wieder Abseitsstellung. Protasov. Vorstöße werden jetzt mit der Offside-Falle entschärft. Cina. Schallibaum, die letzte Minute hat begonnen. Zigmantovich. Gute Spielverlagerung, das kann man alles machen, weil die Schweizer ihren Geist natürlich jetzt nur noch auf Angriff eingestellt haben und sich um die Bewachungsaufgaben nicht mehr sonderlich kümmern können. Sie brauchen noch ein Tor und das in 30 Sekunden. Hermann. Guter Pass. Brigger war es. Freistoß für die Schweiz. Aber in 10 Sekunden ist dieses Spiel verloren. Die letzte Möglichkeit. Egli, aber Dasaev ist da. Wenn Schiedsrichter Valentine 1 Minute nachspielen lässt, so hat die Schweizer noch eine Frist von 30 Sekunden, um das 2:2 doch noch möglich zu machen. Egli, Brigger lauert, Bregy und jetzt vielleicht Egli, und 50 Sekunden! China! Egli! Tor! 2:2! Was für ein Happy End noch in diesem Spiel! Das war vielleicht das Tor für Mexiko, das dann bei der Endabrechnung zugunsten der Schweizer entscheiden wird. Das war ein Finale.
Was soll man da noch viel sagen? Die Schweizer kämpfen gut, vor allem mit der ersten Halbzeit. Die Sowjets hatten dann aber den längeren Atem, gingen fast, sah man es etwas kommen, in Führung, weil sie kräftemäßig noch besser beisammen waren. Und als alles schon verloren schien, kam Andy Egli und erzielte doch noch den Ausgleich. Ein 2:2 erzielt in der 91. Minute und deshalb gefeiert wie ein Sieg. Ich werde nun versuchen, Kollege Willi Kien zu lancieren, der am Spielfeldrand für Interviews bereitsteht. Die Schweizer feiern allerdings immer noch auf der Gegend geraten. Sie feiern dieses Tor, das 2:2 von Andy Egli, dem Verteidiger, der in Dortmund stürmte und vielleicht just dort die entscheidenden Impulse bekam, um noch einen Treffer zu schießen. Und